Schön, dass du heute bei mir Top 5 eingeschaltet hast. Diesmal bekommst du 5 Fakten zum österreichischen Fußballclub Sturm Graz präsentiert. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht zu abonnieren. Viel Spaß! Infos zum Verein. Sturm Graz wurde 1909 im Augartenpark in Graz gegründet, als Anlehnung an den damaligen Prager Spitzenclub Sturm. Die Schwarz-Weißen haben aktuell über 2500 Vereinsmitglieder, im Schnitt haben sie 10.600 Fans im Stadion, das aktuell die Merkur Arena ist, frühmals auch als Schwarzenegger Stadion bekannt. Präsident ist zurzeit Christian Jauch und als Trainer fungiert Franco Foda. Rekordspieler ist Mario Haas mit über 410 Einsätzen, dahinter folgt Günther Neukirchner und Rekordtorschütze ist ebenfalls Mario Haas mit 145 Toren. Zweiter ist Ivica Vastic. Die größten Erfolge sind: dreimal österreichischer Meister, zuletzt 2010-2011, viermal österreichischer Cupsieger, dreimal österreichischer Supercupsieger, steirischer Rekordmeister und die dreimalige Teilnahme an der Champions League. Diesbezüglich erfolgreichster Verein in Österreich und wohl auch Sturms stärkste Zeit mit der Ära Osims und dem magischen Dreieck vorne: Ivica Vastic, Mario Haas und Hannes Reinmeier. Fakt Nummer 4: Fanszene. Einer 2008 veröffentlichten Studie des Deutschen Marktforschungsinstituts zufolge liegt Sturm in der österreichischen Fantabelle hinter Rapid zusammen mit Salzburg mit 360.000 Fans auf Rang 2. Europaweit finden sich die Grazer auf Platz 117 mit 410.000 Fans. Nicht schlecht, ist ja quasi ganz Graz. Die drei größten Fanclubs sind die Jules Graz, die Brigatta Graz und die Grazer Sturmflut. In der Gruben sammelten sich die Fanclubs auf der Osttribüne direkt hinter den Trainerbänken, was für tolle Stimmung sorgte. Die Gruben. Sturms legendäres Stadion aus vergangener Zeit. 1919 fand Sturm erstmals eine eigene Heimstätte. Sturmspieler Michael Höller Jr. konnte seinen Vater Michael Höller Senior überreden, die Wiese, die sein Vater von der Stadt Graz gepachtet hatte, als neuen Sturmplatz zu nutzen. Die Gruben war geboren. Ab Mitte der 70er Jahre begann Sturm vermehrt im Liebenauer Stadion seine Heimspiele auszutragen, was sich langsam manifestierte. Im April 2005 verkaufte Hannes Kartlik die Gruben für 1,4 Millionen Euro an die Stadt Graz, um Sturm finanziell am Leben zu erhalten. Heutzutage ist die Gruben Heimstätte eines langen Weggefährten der Blackies, des Grazer SC. Allerdings gibt es Probleme mit dem Erhalt der Holztribüne. Wer unterstützen möchte, kann den Link in der Beschreibung unten anklicken. Fakt Nummer 2: Sturm in der NS-Zeit. Nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938 wird die Gauliga mit den Wiener Mannschaften eingeführt. Doch im Sommer 1938 hat der Grazer Sportclub die Nase vorne und steigt auf. Sturm und GAK spielen mit Kärntner Clubs in der Bezirkmeisterschaft Süd. 1938 sind sie im deutschen Pokal spielberechtigt, ein paar Erfolge gegen Vereine aus Österreich waren drinnen, doch gegen den 1. FC Nürnberg war nach einem 1:6 Endstation. Alles in allem keine gute Zeit für Sturm Graz damals. Deswegen weiter zu Fakt 1. Vereinsphilosophie. Seit jeher war und ist der SK Sturm ein Ausbildungsverein. Zahlreiche junge Spieler schafften von den Amateuren den Sprung in die Kampfmannschaft, wurden abgegeben und erfolgreich. Spieler wie Ferdinand Feldhofer oder Christoph Leitgeb reiften zu österreichischen Topspielern. Andere wie Mario Haas, Markus Schopp, Sebastian Brödel, Jürgen Säumel, Johnny Ertl oder Emanuel Bogatetz schafften den Sprung ins Ausland. Was meint ihr, wer ist vom jetzigen Kader gut genug fürs Ausland? Und wer war eurer Meinung nach Sturms bester Spieler? Mario Haas? Vastic? Schreibt es mir in die Kommentare. Alright, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das Abo hat übrigens den Vorteil, dass ihr nichts mehr verpasst, also abonnieren. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.